Du müsstest den oben, obersten Knopf zumachen, dann wird es nicht so weghängen. Oder mach's hier hin. Dann müsste ich immer noch gut genug hören. Ja, so. So, haben wir's jetzt. Servus und grüßt euch. Hi. Ja, ihr seht's. Schon wieder kühler geworden. Nein, wir sind nicht. Wir legen los und die fangen an zu flexen. Oh Mann. Jetzt geht's los. Rühren wir es nochmal. Ja. Bitte dieselben Arbeiter wie beim letzten Mal. Ich glaube, jetzt geht's. Jetzt geht's, glaube ich. Servus, grüßt euch. Hi. Heute machen wir wieder einen kleinen Hofrundgang. Und zwar haben wir schon wieder Oktober. Frisch ist geworden. Ich komme gerade vom Hamster ausmisten. Das sind eigentlich Meerschweinchen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Die Kleinste hat uns immer Hamster gesagt von Anfang an und deswegen heißt er auch Hamsti. Aber ja, es sind eigentlich Meerschweinchen. Genau. Da werden wir auch, glaube ich, bald Babys haben. Ich glaube, einer davon ist schwanger. was machen wir denn heute? Wir zeigen euch mein Ei-Projekt, was ich jetzt noch unbedingt fertig machen muss, bevor der Schnee kommt. Und zwar mein Erdkeller, wo ich jetzt schon seit ein paar Monaten dran bin, immer wieder versuche, nebenbei noch so gut wie es geht, so viel wie möglich zu machen. Ja, was haben wir noch? Im Garten ist alles mittlerweile sehr viel. Der Garten, da gibt es noch einige Dinge zum Ernten, aber viele sind auch schon abgeerntet und schon am Verwelken. Das können wir euch dann noch zeigen. Unbedingt was machen müssen. Ich habe noch Knoblauch besorgt zum Knoblauchstecken. Oh ja. Das müssen wir auch noch das Wochenende machen, dass wir die Pastinaken müssen wir ernten und dann muss der Knoblauch gesteckt werden. Das müssen wir Lauch haben wir noch im Feld, habe ich gesehen. Lauch ist noch draußen. Tee, die Teepflanze muss man auch jetzt noch abernten. Genau. Genau. Sonst können wir euch noch unser Nachwuchs zeigen. Wir haben kleine Hühnerbipperle noch, die sind jetzt auch schon umgezogen nach draußen. Die Enteneier, die sind oben noch im Brutapparat, die brauchen noch ein bisschen. Die haben ja fast 30 Tage Brutzeit. Und unser Hase wurde gedeckt. Ach so, ja. Also wahrscheinlich kriegen wir auch Hasenbabys. Ja, wir haben uns einen Rambler ausgeliehen, der war jetzt gute 2 Wochen bei ihr. Und wenn alles gut geht, haben wir auch bald wieder Hasenbabys. Genau. Also, schauen wir mal rum. So. Na, ich bin froh, heute sind unsere Spengler da. Die machen von unserem Anbau die Blecharbeiten und die sind heute schon fleißig. Genau, jetzt sind wir in unserem Erdkeller angekommen. Wie ihr seht, ihr habt noch gar nichts gesehen, glaube ich, gell? Ne, ihr habt es noch gar nicht gesehen. Wie ihr seht, ich habe hier unten ich hab so ein Grundfundament gemacht mit Betonschalstein, da ist auch eine Bewehrung mit drin. Und dann habe ich angefangen mit alten gebrauchten Mauersteinen, die habe ich mir die letzten Jahre zusammengesammelt und habe jetzt diese alten Backsteine hier nicht so ganz professionell vermauert, weil mein Maurer, der war da und hat schon geschimpft, was ich denn da zusammenmaure. Aber ich gesagt, ich mache so, wie ich es kann. Und naja, jetzt sind wir schon so weit gekommen, dass wir hier dann in der Schräge anfangen. Da werde ich jetzt am Wochenende muss ich hier eine Schalung bauen. Sprich, ich baue mir hier so eine halbrunde Schalung, weil ich will hier ein Gewölbe drauf machen. Und da werde ich so mit Holzstützen und oben drauf so eine Bretterschalung drauf machen, dass ich das Gewölbe da drauf mauern kann. Also ich versuche es mal, so stelle ich mir das vor. Da wird es dann für die Allgemeinen, mache ich da mal so ein Schnelldurchlauf-Video, wie der ganze Aufbau. Da gibt es so ein Zeitraffer-Video, werde ich dazu noch machen. Ja, weil dann können wir unsere Gemüse hier drin lagern, unsere Kartoffeln, dann die ganzen Karotten, dann das ganze Wurzelgemüse, die Pastinaken, was wir sonst noch alles haben, können wir hier drin optimal lagern, weil hier in so einem Erdkeller halt optimale Temperaturen sind, immer so um die 1-2 Grad und es gefriert im Winter nicht, hoffe ich mal, dass das funktioniert. Wie groß ist der Erdkeller? Wie groß der ist, kannst du gar nicht sagen. Ich glaube 2 Meter in der Breite, ja, 2 Meter in der Breite und 2 Meter... 3 Meter lang. Genau.
Genau, und den Boden, könnt ihr sehen, sind noch normale Kies. Das ist einfach das Kies, das hier war. Und da kommen noch so große Flusskiesel drauf. Und dass hier der Boden auch atmen kann. Genau, da kommen so große. Die sind auch von unserem Grundstück, die großen Steine, weil wir haben das hier. Bei Bauarbeiten immer rausgekommen, habe ich die immer gesammelt. Und da werde ich jetzt die auslegen, beziehungsweise zuerst kommt Lehm rein, dann werde ich die Steine da reinlegen und dann nochmal Lehm drüber, dass der Boden atmen kann. Und ein kleiner Abfluss kommt in die Mitte noch rein. Ja, und eine Belüftung in die Decke auch noch, aber das werde ich euch nochmal zeigen, wenn er dann komplett fertig ist. Machen wir nochmal einen Kellerrundgang. Und hier, der Weg wird noch mit großen Natursteinen gemacht, also eine Treppe kommt hier hin und zwei Türen wahrscheinlich. Genau. Kannst du mal vielleicht nochmal zeigen, eine, wo der Basti steht, genau, und eine hier vorne noch. Die Tür rein, dass es so eine Art Schleuse gibt. So, jetzt zeigen wir euch noch unseren Anbau, der ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten, da waren jetzt schon die Verputzer da. Die haben schon innen und außen verputzt und jetzt sind eben gerade die Spengler da, machen noch die Blecharbeiten. Das ist einiges bei uns und zeige ich euch einfach kurz, wie es da ausschaut. Unten ist er schon länger richtig verputzt und oben fehlt es noch, also da fehlt jetzt noch die zweite Lage. Der weiße Putz quasi, ja, ein bisschen was haben wir noch anderes zu tun, das müssen aber der Basti und ich machen. Man muss schon mal alles Mögliche machen, gell? Jetzt zeige ich es euch noch von oben. Da hat der Jürgen, unser Arbeiter, hat schon hier. Der hat schon hier die Bleche hingemacht. Wegen dem Regen, das ist hier auch die Wetterseite, dass halt eben das alles geschützt ist und nicht reinläuft. Das hat man nämlich auch schon. Und hier die Balken sehen zwar schön aus, aber die halten das Wetter nicht so gut aus. Das sieht man hier schon, sind sie schon grau geworden. Das wird komplett noch mit Blech gemacht. Und ja, zeige ich euch noch, was die Verputzer hier oben gemacht haben. Die haben hier schon auch alles verputzt. Und da fehlt jetzt hier noch die zweite Lage. Innen ist schon soweit fertig. Fehlt bloß noch die Farbe und der Boden. Genau, und hier seht ihr ja das Dreieck über dem Fenster. Das ist noch eine Sache, die der Basti und ich machen müssen. Und da auch. Ja, dann haben wir es soweit. Und hier ist ja noch ein Fensterelement. Das ist feststehend, das haben wir schon da. Da müssen wir noch einbauen. So, jetzt schauen wir noch zu dem Bipperle. Ah, fällt mir noch was ein. Und zwar, hier seht ihr meinen Räucherofen. Ich habe letztes Mal ja in einem anderen Video meine Forelle getestet. Und jetzt übe ich mich gerade im Kalträuchern. Und zwar hängt da schöner Speck drin und ein schönes Lendenfleisch, was hier beim Kalträuchern hängt. Und ja, genau, da fällt mir nämlich noch ein. Jetzt, schaut mal. Es ist die zweite Runde. Also es war jetzt fast 12 Stunden schon drin. Und kriegt jetzt nochmal Pause. Und dann darf es nochmal 12 Stunden rein und das Ganze wiederholen wir bis zu 5 Mal. Ja, dann schauen wir mal, was draus wird. Und seht ihr diese spitzen Haken hier? Das sind Edelstahlhaken. Die habe ich auf meiner Amazon-Wishlist gehabt und die liebe Diana hat uns ein schönes Paket von den Haken zugeschickt. Würde ich sagen, vielen Dank, Diana. Sind super praktisch, die brauche ich echt oft. So. Halt, Temperatur. So, wo gehen wir jetzt hin? Bipperle schauen wir jetzt. Bipperle. Bipperle. Sind sie? Hocken sie auf dem Haufen, wärmen sich unter der Wärmelampe. Es sind recht viele geworden, weil wir haben zweimal gebrütet, beziehungsweise eine Henne hat angefangen und dann haben wir den Rest gemacht, weil die dann einfach gegangen ist. Ja, eine Henne hat gebrütet und parallel hatte ich Eier im Brutkasten drin. Und die Henne ist dann einfach von den Eiern runter und dann habe ich die Eier nochmal in den Brutkasten rein. Es sind immer noch ein paar rausgekommen. Jetzt steht es mal auf, zeigt es euch mal. Ja? Oh, ihr seht ganz schön komisch aus unter dem Rotlicht. Hm.
Genau, kleiner Hühnernachwuchs. Mal schau sie an. Die tun jetzt da rumschnäbeln, ha? Mhm. Die Oma macht nämlich heute den Pool leer. Ihr zwei seid ja auch umeinander. Das sind unsere zwei Dickies. Die sind übergeblieben von den Mastgöckel zwei Stück. Da habe ich probiert, die weiter zu vermehren. Und ja, hat leider nicht funktioniert. Die Eier waren nicht befruchtet. Ja, jetzt dürfen sie hier ihren Lebendabend verbringen. Laufenden freuen sich. Ja, ja. Die hat eine Rennbahn gebaut. Das ist keine Rennbahn, das ist. Lapine versucht zurzeit auszubrechen und gräbt sich, versucht an vielen Stellen immer wieder ein Loch zu graben. Ich lege bloß immer wieder Platten hin. Gell, Fräulein? Ja, die weiß, wie die Freiheit ist. Deswegen will die jetzt immer raus. Ja, im Winter darfst du wieder rumspringen. Schaust du erstmal, ob du Babys kriegst. Genau. Ja, da auf dem Acker können wir mal kurz durchlaufen. Hat sich jetzt nicht so viel mehr getan. Hier die Sklavenarbeit, die Platten auslegen. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal erklärt, was das wird, damit ich hier das Unkraut unterdrücken kann, ohne eine Folie zu benutzen. Und nächstes Jahr kann ich hier dann eine Platte rausmachen, kann dann da meinen Starkzehrer reinpflanzen. Und somit ist mein Unkraut unterdrückt. Das ist ein Projekt. Schauen wir mal, was wird. Der Mais, den müssen wir jetzt dann auch noch ernten. Der ist schon, wird teilweise schon überfallen. Schau mal da. Ich sehe sie nämlich immer wieder hier sitzen. Die liebe Elster. Und knabbert mir die Maiskolben an. Ja, die müssen wir jetzt endlich ernten. Was haben wir noch? Ja, die Hoffnung, dass der Rosenkohl noch was wird. Ist, glaube ich, dahin, weil es ist relativ klein. Hier oben hat er gleich noch statt Röschen Blätter gebildet. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Das gleiche Spiel. Leider schade, weil ich esse gern Rosenkohl. Ja. Oh, hier haben wir noch ein paar vergessene rote Beete. Die sind mittlerweile zum richtigen Monster-Rote Beete hergewachsen. Jesus Maria. Ja. Aber man kann sie wahrscheinlich noch essen. Die Schlapine kriegt die heute. Ja. Hier haben wir jetzt noch unsere Pastinaken drin. Die werden wir jetzt am Wochenende rausmachen. Und kommen an der Stelle gleich noch der Steckknoblauch rein. Weil Knoblauch habe ich jetzt noch besorgen müssen. Das habe ich keinen mehr gehabt. Beziehungsweise das war dieses Jahr, die Ernte von diesem Jahr ist schon relativ aufgebraucht. War nicht so gut. Ja, Knoblauch stecken. Hier in der Wildnis. Die ganzen Knollenfenchel sind leider auch nichts mehr geworden. Beziehungsweise sie sind schon gewachsen, aber sind halt in die Höhe geschossen. Hier ist das gleiche überall. Jetzt benutzen wir sie halt noch in Salat rein. Als Gewürz. Genau, hier der Lauch. Der Lauch wächst auch noch. Ich denke, ein paar kleine Stängchen werden wir dann schon noch ernten können im Winter. Ja. Ha! Was denn? Da seht ihr ja ein großes Feld unbenutzt. Ach so, ja, stimmt. Da kommt nämlich was hin. Hier. Seht ihr ja noch, wir haben richtig viel Fläche da noch. Grünfläche. Habe ich immer benutzt zum Heu machen für die Hasen. Aber was kriegen wir denn jetzt? Schafe. Schafe. 5 Schafe holen wir nächstes Wochenende ab. Und dann haben wir Zuwachs in unserer Tierfamilie bei uns. Naja, sind auch ein paar jetzt weg. Ja, stimmt. Und eigentlich haben wir gerade wenig Tiere. Wenig Tiere, stimmt. Die Schweine sind ja weg. Die haben wir geschlachtet und verarbeitet. Die
Göckel, die Mastgöckel sind auch verarbeitet. Genau, die waren nämlich zuletzt hier. Genau, waren jetzt noch hier. Ja, jetzt kriegen wir noch Schafe. Freue mich schon drauf. Bin ich auch gespannt, wie es wird. Jetzt schauen wir mal noch zum Kürbisfeld rüber. Da habe ich leider was Trauriges gesehen. Oh oh. Ja, ich dachte, dass da viel mehr Kürbisse sind. Das hat so riesig ausgeschaut, also beziehungsweise da, wo der Hokkaido ist. Aber da ist gar nicht so viel rausgekommen. Und die sind klein dieses Jahr, habe ich gesehen. Schauen wir mal. Weil ihr seht, die Blätter sind schon braun geworden. Also wir hatten auch schon mal Frost. Zweimal jetzt, glaube ich. Und wir müssen jetzt schauen, die werden wir jetzt das Wochenende auch noch mal alle ernten, damit wir die reinkriegen, weil sind schon ein paar da. Da drüben sind welche, da hinten. Aber ich hätte mir eigentlich mehr gewünscht. Aber jetzt kommen wir mit dem zurecht, was wir haben. Na, aber guck mal da hinten. Was denn? Na, ich sehe da was da so nicht hingehört. Wir bauen Baumkürbis an. Ja, das haben wir hier auch angepflanzt. Baumkürbis, schaut. Der Kollege, der hat sich hier im Baum... Der ist richtig weit hochgewachsen. Der ist da in den Baum hochgewachsen. Und hat hier seine Früchte hängen lassen. Ist auch interessant. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, hier... Seht ihr, da war ja der Kartoffelacker und zuletzt die Schweine drauf. Da habe ich jetzt dieses Futter, was ich auch den Hühnern fütter. Das ist so eine Kornmischung von unserer ansässigen Mühle. Die habe ich hier einfach ausgesät. Ist auch schon super schön aufgegangen. Schon ein grünes Meer hier wieder. Ja, das gibt einfach ein bisschen, dass der Boden bedeckt ist über den Winter, dass er nicht nackt ist. Und je nachdem, was wir dann noch für Tiere wieder kriegen, die können dann da wieder drauf und können das Weizengras oder das, ich weiß nicht, was das ist, Gerste, Hafer, keine Ahnung. Ziegen. Ziegen, stimmt. Ziegen wollten wir auch noch. Da würden zwei Ziegen hinpassen von der Fläche. Ja, aber Ziegen, die können wir ja variabel mit unseren. Die können ja sonst auch darüber. Da ist schon ganz schön grün geworden. Guck mal. So, jetzt sind wir noch kurz bei den Hamstis. Die stehen gerade momentan noch hier draußen. Die kommen jetzt dann hoch wieder rein, weil es dann bald zu kalt wird. Und die haben hier ihr Paradies auf zwei Etagen. Genau, wo seid ihr denn? Habt ihr euch denn versteckt? Da hinten drin. Genau, da sind sie. Das Hamster. Ich sage immer Hamster, es sind Meerschweinchen. Das Meerschweinchenknäuel. Zack. Ja, die leben hier. Im Sommer. Was habe ich noch? Ah, ich wollte euch mal. Ich werde demnächst hier bei unserem alten Intrak. Muss ich die Bremse komplett überholen, weil die nicht mehr so toll funktioniert, beziehungsweise nur noch die Handbremse. Und da ist der Hauptbremszylinder, der hockt da hinten drin, das Teil. Der ist auf jeden Fall durch, den muss man überholen und die ganzen Radbremszylinder an den Rädern werde ich auch machen. Ja, da wird es auch ein Video dazu geben, dauert aber noch ein bisschen. Genau. Das war unser Hofrundgang im Oktober. Ja. Kurzer, knackig diesmal. Ich habe es dann bald geschafft. Ich habe jetzt noch 4 Wochen Schule, dann habe ich es endlich geschafft. Beziehungsweise Prüfung noch schreiben und dann sind wir durch. Nächste Woche kriegen wir noch Workaways wieder. Die bleiben mal 4 Wochen bei uns. Da habe ich wieder ein bisschen Unterstützung hier im Garten, du im Haushalt. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und sehen uns bald wieder. Ciao. Ciao.